In der letzten Folge von 7 Days to Die. Ah, wie gestern in der Folge bei Sato steht im Feuer. Ja, genau, wir werden angegriffen. Oh oh. Oh fuck. Schaffen wir das? Ich reparier dagegen. Können die Zombies mich eigentlich treffen? Oh, ah, von hinten! Warte, ich bin lass mobile mich Verteidigung. Ja, ganz mobil. Und nun geht's weiter. Ein paar Animal Hides für dich. Du brauchst aber Bandagen. Ja. Blutest du? Nein, aber ich habe mega wenig Leben. Erstmal Painkiller. Bandagen ist Painkiller, genau. So, wo sind die Animal Hides? Achso, hier. Danke. Jawohl, das ist genug. Jetzt können wir die bauen. Nice. Ich brauche nur noch Lehm. Habt ihr Lehm? Falsch. Aus dem Short Iron Pipe können wir ja Metal Strips machen, ne? Für unser Ding. Bloß nicht. Warum brauchen wir die? Ich glaube, geh mal gucken, was da draußen. Ja, okay, wenn du jetzt nicht hast, kannst du die unten arbeiten. Ja, das geht ja. Ja, jemand ist ins Feuer gesprungen. Fast gestorben. Weil draußen sind Dinge. Was wollte ich denn jetzt? Ich wollte wissen, wie man so einen Blasebalg macht. Kannst du auch noch ein paar mehr Pfeile machen? Ja, viel Bellow gibt's nicht. Aschen. Nein, ich will das Beispiel nicht schon richtig. Ich hoffe mal, dass das so richtig war. Boah, hier sind mega viele Zombies. Ja. Boah, ich glaube, da kommt eine ganze Horde. Lass mal irgendwo anders wohnen. Ja, das ist doch immer so, dass so Horden kommen. Wir haben halt nur noch nicht die Stacheln, um uns zu verteidigen. Wir brauchen halt Holz, aber ich kann halt allein nicht so viel Holz abbauen. Jawohl. Okay, dann gehe ich jetzt ein bisschen Holz farmen. Ich sterbe auch gleich wieder. Wo sind eigentlich die ganzen Betten? Ja, die hat Till hier aufgestellt. Muss sie das nehmen, was noch nicht benutzt ist und dann nochmal aufbauen. Ich verdurste und verhungere jetzt schon wieder. Kann nicht sein, ja. Wir müssen mal die Baumwollproduktion auch mal rankriegen. Weißt du, wir haben ordentlich Baumwolle. Ich habe einen Stein in Herzform gefunden. Super. Zumindest sieht er so aus, wenn man vorne schon drauf ist. Chaos. Kannst du ein paar Pfeile machen? Ja, ich arbeite dran. Nice. Ich kann immer nur eine Sache gleichzeitig. Nein. Was ist mit dem Wasser? Läuft das mittlerweile? Ja, Wasser ist am Start, aber ich brauche ein Essen. Ich und du und wir alle. Hab ich noch irgendwo aus der Dose Stuff? Komm. Ja, Till sich jetzt gesnackt, super. Okay, dann benutze ich jetzt das Wasser zum Kochen. Ja, Kochen bringt am meisten eigentlich. Es verbraucht halt das Wasser, ne? Ja. Wir bräuchten halt eine Toilette. Oder ein Spülbecken. Ja, deswegen, lass mal dann gucken, ob wir irgendwo anders wohnen können. Also nicht jetzt, aber schon mal. Wir brauchen hier mal noch eine Tür. Muss er ihm sagen. Und selbst wenn, dann soll er sich darum selber kümmern, der macht hier gerade nichts, er braucht nur unsere Ressourcen. Das will ich aber überhört haben. Oh, die Zombies untergraben uns. Wortwörtlich. Ja, da waren schon mega viele Löcher so im Boden. Ein Fundament. Ich gehe jetzt immer direkt weg von dem scheiß Baum, Alter, damit ich hier nicht draufgehe wegen dem Bullshit. Wie viel Holz brauchst du so? Viel. Das ganze Ding umzubauen?
Und wir wollen ja sowieso umziehen, oder nicht? Naja, wir können dir ja. Ja. Ich weiß nicht. Also jetzt erstmal nicht. Wir können dir einfach nur verstärken. Na gut. Vielleicht so eine Mauer drum rumbauen oder so. Nee, Mauer bringt's ja nicht. Wir brauchen schon diese Stacheln. Wie hießen die denn? Diese großen Stacheln, nicht die kleinen. Die kleinen gehen immer voll schnell kaputt. Hier ist so ein Sleeping Bag mitten in der Pampa und da ist Pasta. Nee, das ist schon falsch. In der Dose. Und die Lock Spikes. Diversen Stuff. Genau. Vier Stück. Ja, hier ist so ein Baum in so einem Felsen drin. Wir brauchen mal hier vorne ganz am Eingang noch eine Tür, weil die ist kaputt gegangen. Wir haben da davon eine Tür. Nein, das immer Holz am Till. Mach mal was Gescheites mit der Zeit. Wir hatten zwei, also haben wir noch eine. Und die erste Tür können wir Holz sammeln. Ja, ich geh gerade los, ich mach mir erstmal eine Axt. Ja, mach dir eben eine, es geht mega schnell. Ich hab das in 10 Sekunden ist übertrieben, aber ich hab das in einer Minute oder so geschafft. Apropos Axt. Wie sieht unser Axt wieder mal, ne? Wir könnten uns so eine Eisentür bauen, wenn das schon geht. Wenn ihr einen Stein habt, könnt ihr die Axt auch reparieren. Ja, zack. Mit einem Stein. Zack. Kannst du mir noch Pfeile bauen? Der Bogen ist ganz cool. Ja, jetzt haben wir glaube ich nichts mehr, oder? Ne, ich brauch Holz. Woher weiß ich denn, in welche Richtung so ein Baum fällt? Ich glaube, das geht immer weg. In die Richtung, die du schaust. Genau. Ja. Ah doch, ein bisschen kann ich noch. So, Aber ich renne immer von dem Baum weg, also ich bin schon einmal gestorben. Ich will das nicht nochmal miterleben. Nicht doch mal durchleben. Mhm. Dantes Inferno, man wird so immer von so einem Baum getroffen. Ich habe jetzt noch drei gekochte, hier, wie heißt das, gekochtes Schweinefleisch. Möchtest du eine haben? Ja, jeder eins, oder? Ich hab schon welche gegessen, ihr könnt ruhig noch haben, ich habe jetzt halbes Essen. Ja, ich komm schon wieder. Also ich finde, wir sollten uns bald mal drum kümmern, dass wir eine Sniper-Rifle bauen können. Ja. Das Endgame-Item schlechthin, neben dem Raketenwerfer. Mhm. Du kannst ja das dann... Wie ist denn das eigentlich? Gibt's hier wieder solche komischen Luftdrops? Solche Airdrops? Ja. Von ja. Müsste doch heute, oder nicht? Heute ist doch Tag 3. Oh. Ich möchte mal anmerken, der Baum fällt nicht. Aber ich hoffe, dann kommt doch was weg. Ordentliches, nicht so ein Bullshit. Der Baum fällt nicht unbedingt in die Richtung, in die man schlägt. Der kann auch in die Richtung. Ja, deswegen geh weg von dem Baum, wenn der fertig ist. Ups. Wir sortieren den Quatsch hier immer. Hier sind immer ganz viele Sachen in verschiedenen Kisten. Ich geh mal ein bisschen die Umgebung erkunden, ne? Ja, weil... Anstatt hier um zu erkunden, hol mal ein bisschen Holz, Alter. Glaube ich jedenfalls. Ja, das ist doch kein Grund dafür, alles in andere Kisten zu packen. Einfach alles stecken. So. Ja, das mache ich ja so gut es geht. Nein. Das kann auch Butterscreen. Ich versuche das auch so gut es geht. Aber wenn alles voll ist und ich noch irgendwelchen Stuff habe und ich den wegpacken muss, was soll ich denn machen? Was haben Samen denn bei Metall zu tun? Verstehst du nicht. Ja, es gab nirgendwo Platz. Oh, pflanzen. Außerdem doch ein. Die Samen. Mit Samen habe ich überhaupt nichts zu tun. Ja, was? Die Metalle? Ja. Die Metalle. In den Boden pflanzen. Dein Eisenbaum wächst. Bei mir ist der Baum so richtig komisch zusammengebrochen, der ist einfach nur stehen geblieben. Oh, ich. Der Zombie ist sich nicht sicher. Nice, ich mach mir jetzt erstmal ein paar Pfeile. So, wie repariert man diesen blöden Bogen? Mit einem Stock. Ah, nur ein bisschen. Ein Stock und ein Stein geht alles gut. Über Stock und Stein. So, wenn der Till noch eine Tür haben will, bauen wir noch eine Tür. Ich habe 11 Holz, ich weiß nicht, ob das reicht. Also 11 Stämme. Können wir nicht so eine Art Zaun bauen aus dem ganzen Holz? Reichen 11 Stämme? Nein. Das ganze Haus zu verteidigen brauchen wir deutlich mehr. So, und ich hatte doch eine Schaufel, damit kann ich jetzt anfangen, hier so einen Graben auszuheben. Ich komme wieder back to base, ne? Ja. Mal den ganzen Shit ab und kann kurz Zombies aus noch umhängen. Ich guck mal, was bei uns so in der Umgebung gibt. Außer die Stadt natürlich.
Bist du das Lohns? Ich stehe hier am Haus, ja. Also ich renne durch die Kante, aber ich finde nicht sonderlich viel. Der hat sich nach unten auf dem Boden so bewegt. Ja, ich habe so ein bisschen von dem Tierfett. Okay. Was essen. Ja, stimmt, ich wollte aus dem Tierfett noch Fackeln machen. Ich bin, also ich bin. Kann nicht warten. Boah, dieser Zombie macht so ein komisches Geräusch. Ich finde auch, wir sollten früher oder später weggehen, weil überlegt mal, bei der Farm war ja übelst viel in der Nähe. Da gab es richtig viele Straßen zu allen möglichen Orten. Ja, nicht nur deswegen, sondern wir sind auch direkt. Und, in so ja, Wasser ja, und ja. Halt ganz viel Mais. Für Alkohol. Ja, also bei der Farm gab es jetzt halt so richtig viel Nahrung. Und eben diese Wege zu allen möglichen Orten, wo man eben hingehen konnte, um mal zu erkunden. Und hier sind wir halt so irgendwo an so einem Weg und wir haben halt nicht so wirklich so, also wir haben schon so ein bisschen den Shit da, um uns so zu versorgen. Aber eben halt nicht so wirklich viel, was direkt in der Nähe ist. Ich glaube, ich habe einen Supermarkt gefunden. Bam, gecrushed. Ja, nice. Warte, schon mal zu mir kommen, den looten. Nein, merkt dir mal, wo das ist und komm mal zurück. Ist das schon 19 Uhr gleich? Ja, das ist aber ganz gleich bei uns in der Nähe. Ja, dann. Das schaffst du bestimmt locker, oder? Ich hab's. Nein, aber hier sind voll viele Zombies. Boah, die Zombies machen so komische Geräusche, wenn die sterben. Das ist grausam. Hab mittlerweile schon 2 Rohre. Sehr gut. Gab's bei dem Supermarkt auch einen Hintereingang? Hab Rohre, jetzt können wir ja ruhig ein bisschen Strips machen. Wir brauchen nämlich nur noch ein Rohr. Hä? Boah, bei mir laggen die Zombies oder so. Die treffen mich, obwohl ich mega weit weg bin und so. Lorenz, ja, weißt du das? Was denn? Was beim Supermarkt auch einen Hintereingang gibt. Keine Ahnung, muss gucken. Wir wissen dann nicht mehr als du darüber. Eine zufällig generierte Welt. Ja, aber ich meine, dieses Gebäude ist ja gleich. Nee, so zufällig. Ja, die Gebäude sind aber. Alles super. Naja, aber es muss ja. Kannst du mir gleich mal deine Stämme geben, Bartosz, die du gesammelt hast? Ja, ich muss hier gerade gegen die scheiß Zombies kämpfen. Ich fick mich nicht. Ja. Oh. Dieb. Was machst du denn da eigentlich? Graben. Boah, das sind 3 Dicke. Das schaffe ich nie im Leben. Ich helfe dir. Auch daneben? Ah, sehr gut. Aber die kommen aber nicht zu uns, oder? Oh nein, die, ich bin fast tot. Von uns. Dann iss mal was und nimm mal Antibiotikum und so. Nicht Antibiotikum. Ich hab doch gar nichts. Painkiller. Ja, nimm mal dein Holz. Jawohl. Alter, da ist aber viel. Sehr gut. Was? Nein! Das Haus ist ich doch gar nicht. Wisst ihr, was cool wäre? Wenn du einen komischen Polizeischlüssel oder sowas gibt, womit du einfach jede Tür öffnen könntest. Ja. Das wäre so geil. Gibt's ja auch in echt. Ja. Denk mal natürlich ganz genau darüber nach, wie Türen funktionieren. Und dann. Ja. Nein, es gibt doch einen Generalschlüssel. Ja, aber nur, wenn Türen dafür gemacht wurden. Weil 3 Pins in einem Zylinder stecken. In einem Zylinder. Ja. Schlosszylinder. Achso. Ja. Nur weil du keine Ahnung hast, wie Schlösser funktionieren, heißt das nicht, dass das dumm ist, was ich gesagt habe. Nein, das stelle ich auch nicht in Frage. So. Passt das jetzt oder passt okay, das? Okay, ich habe was richtig Gutes gefunden. Ich habe 250 und 88 Woodplanks gefunden und eine Hardmetal Door. Sehr gut. Und was hast du gefunden? Eine Metalltür. Das ist alles, was wir wissen müssen. Mhm. Alles. Weißt du wieso? Weil im Supermarkt sind noch diese geilen Kisten drin, die man kaputt schlagen kann, wo dann diese Shit drin sein kann. Ja, Frage ist halt nur, ob wir die jetzt hier einbauen wollen, wenn wir sowieso umziehen wollen. Also eine Hard Metal Door ist sowieso schon so das Härteste, was man bauen kann. Aber wer weiß, wie reich wir später sind. Wir müssen mal anfangen zu minen für Eisen. Und wir brauchen unbedingt, was war das nochmal? Lehm. Stimmt. Ich soll Lehm finden. Ein Lehm braucht man nur. Also ich brauch Stöckchen. Wenn du Holz hast, hast du auch Stöckchen.
Brauch nämlich eine neue Axt. Komm, wir bleiben dabei. Langsam mal das Licht anmachen. Na stimmt, jetzt wo wir dieses ganze Tello haben, können wir auch echt. Also sowas fehlt eigentlich noch bei Seven Days, so und so, na, wie so ein Electric Shit, so wie bei Minecraft hat Redstone oder sowas, dass man dann hier halt so Schaltungen machen kann. Ah, Seven Days to Die ist so. Ja, ist jetzt nicht wirklich so blockartig. Wenn du mal guckst, da sind so ganz komische Blöcke hier, da ist alles so weich und. Ja, dass du wenigstens irgendwie so Kabel legen könntest oder sowas. So flexibler ein bisschen als Minecraft. Ja, ja. Ich hab eine Eisenschaufel gefunden, noch ein Repair-Tool und eine Feueraxt. Sehr gut. Die Axt. Eisenschaufel ist gut. Nee, Axt. Schaufel haben wir. Ja, aber Eisenschaufel. Ja, hab ich. Ah, schlau. Dann hab ich den wohl den Graben ausgehoben. So. Mit haben einer normalen Steinschaufel. Haben wir jetzt schon Graben? Ja, es gibt mittlerweile schon Steinschaufel. Steinschaufel, okay. Das hab ich die noch nicht gesehen. Ja, das hab ich ganz zufällig mitbekommen. Aber die findest du halt nicht, glaube ich. Toll, jetzt hab ich so ganz viel Dreck. Also ich habe ganz viele Holzbretter, wenn du welche brauchst, Lorenz. Ja, das wäre gut. Was wollte ich denn? So, Kinder, das war's auch schon wieder. Können unsere Helden Herr der aktuellen Situation werden und die Reparaturen am Haus vor der nächsten Welle Zombies fertigstellen? Wird sich Lorenz wieder daran erinnern können, was er tun wollte? All das und noch vieles mehr in der nächsten Folge von 7 Days to Die.